jetzt sind es mehr, gefühlt mehr Aktionen, die Schaden verursachen. Es gibt aber was fehlt, ist so die Hotspot-Anzeige. Das hätte man jetzt bei moderneren Spielen, gäbe es noch eine Hotspot-Anzeige, dass man sieht, wo man überhaupt mit interagieren kann. Und wofür gibt es hier diese Treppe? Kann ich die vielleicht nehmen? Nee. Dann nehmen wir nochmal die Maske. Jetzt benutzen wir mal die Maske hier mit. Nee. Okay. Schau mal, was aus dem Boden kommt. Läuft und läuft. Wurstwasser Elmo fragt, das Game ist mir total unbekannt. Wissenslücke oder Hidden Gem? Vielleicht beides. Also es ist Gobelins. Der erste von drei Teilen. Ich glaube, Woodruff und Schnippel war, glaube ich, der vierte. Bin ich nicht ganz sicher. Was ist denn das hier eigentlich? Das sieht noch irgendwie verdächtig aus. Kann man das vielleicht nehmen? Ich schmeiß mal die Maske dahin. Nee. Mal darunter. Dun, 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 dun. Wir hauen dem auf die Finger hier. Nee, nichts gebracht. Vielleicht können wir irgendwie die Hand umhauen und dann fällt die um. Wenn ich hier gegen haue. Wenn ich den haue, ist vermutlich nicht gut. Ja, das war ja klar. Wurde auf das Symbol hingewiesen. Da oben das. Ah ja. Ich hatte nur hier. Das würde Sinn machen, da gibt es ja so eine Leiter. Vielleicht kann ich die irgendwie aufladen mit Magie. Ich gehe dann das Ding auf. Ah ja. Okay. Bzzzt, bzzzt. Jetzt. Ah. Okay. Vielleicht hätte da jemand der andere mit der Maske stehen müssen. Also, nochmal. Ah.
Dreams, bei vielen Dank für die Motivationsbits. So, also jetzt, wir nehmen die Maske. Und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich zusammennehme, nicht den Loriot-Gag zu machen die ganze Zeit. Schau dir den Boden an, sagt er. Gehen wir nochmal mit dem Magier. So, und jetzt muss ich was anderes machen. Dann nutze ich jetzt mal hier die Maske. Nee, so nicht. Okay, bevor ich das Ding aktiviere, muss ich irgendwas anderes tun. Google fragt, darf man Tipps geben? Tipps ja. Wenn ich jetzt irgendwie ewig auf der Leitung stehe, dann dürfte mir auch genauer helfen. Er hat gesagt, wir knobeln hier gemeinsam. Also hier ich mit den Live-Zuschauern bei Twitch. Aber bitte nicht einfach die Komplettlösung durchsagen, weil das könnte ich ja selber. So, ich glaube, jetzt brauche ich mal einen genaueren Tipp. Nighthawk, was meinst du mit Guck auf den Boden? Ich glaube, ich sehe es einfach nicht. Vor dem Glöckner auf dem Boden. Naja, da kommt irgendwas da raus. Ich gehe noch mal mit dem Magier dahin. Vielleicht kann ich da was zaubern. Stimmt, die war vorhin, glaube ich, nur mit dem. Ich habe nur draufgeschlagen, oder? Magietisieren wir doch mal hier und gucken, ob da was passiert. Ah! Okay. Und jetzt? Könnte ich jetzt dagegen hauen? Ja, hier war gerade die Frage, soll das quasi Modo sein? Keine Ahnung, wir haben ihm jetzt einfach mal den Kosenamen Glöckner gegeben. Ja, den wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch hier zu weit gelaufen. Ne. Das war jetzt unnötig. So, was auch immer das jetzt gemacht hat. Ah, Cracky, wenn wir auf dem im Tunnel sind, dann sehen wir das Monster nicht. Und vielleicht geht es dann hier runter. Das könnte man natürlich mal probieren. Also, wir gehen erstmal. Und der muss sich natürlich dann irgendwo. Rechtzeitig wegrennen vielleicht.
Da liegt noch was auf dem Boden. Ich sehe da nur Steine. Klicken wir mal hier. Klicken wir mal wild. Wenn ich darauf haue. Oder kann man ihn vielleicht nehmen? Einfach alles ausprobieren. Manchmal muss man ein Auge zumachen. Das sind ja hier mystische Anspielungen. Kann ich da vielleicht hochklettern? Also zumindest sieht es jetzt so aus, als hätte er das vor. Ja, nee, ja, nee. Nee, doch nicht. Leider kann man nicht multitasken. Wenn er läuft, dann läuft er. Wurstwasser Elmo sagt, Quasimodo sieht aus, als wäre aus der Rappelkiste entsprungen. Dennis kennt bestimmt die Rappelkiste. Ich kenne Enemene Miste, es rappelt in der Kiste. Das war eine Fernsehsendung im ZDF. Aber ich erinnere mich nicht mehr dran, da war ich zu jung. Ach, klettern kann nur der Krieger. Vielleicht sollte ich mal das. Gucken wir doch mal ins Handbuch. Da gibt es doch auch Tipps hier. Was haben wir denn da? So, da ist das. Ein Schlauberger, ein großer Zauberer. Nee, das hilft nicht. Ah, der Krieger schlägt zu, da hängt sich an einen Seil. Der Zauberer lässt seinen Zauberspruch entweder vor sich oder zu seinen Füßen los. Und der Techniker benutzt die im Besitz befindlichen Gegenstände bei sich, im Leeren, an einer bestimmten Stelle des Bildschirms oder in einer anderen Person. Ja, dann gehen wir mal hier. Gehen wir mal klettern. Ne? Ne, nicht wieder hier nicht hauen, sonst haut er wieder. Hier. Da. Ja, dann wollen wir doch mal ein Auge zudrücken. Aha. Okay.
Das kann nicht bestimmt jemand anderen hochheben damit oder so. Nehmen wir mal den Techniker. Aufstellen und jetzt einmal mit dem Zungenlift bitte. Ja, und jetzt? Ah, jetzt ist er aus dem Spiel. Ich kann ihn nicht mehr. Interessant. Okay. Komme ich nicht hin. Beide hoch und die Mumie durchlaufen lassen. Hier vorgeschlagen. Ja, nur ich muss ja, damit die Mumie kommt, muss ich da zaubern. Das wird jetzt, ist das ein Timing-Rätsel oder was? Und wofür gibt es die Maske? Die ja nur er wieder benutzen kann. Versuchen wir das doch mal. Also. Dann. Die Magie passiert nichts auf dem Podest. Doch, da wird er auch, oder? Wird er? Das kann man natürlich problemen. Vielleicht erschreckt er sich nur. Nee, das geht nicht. Also, ich muss weglaufen. Again! Timing. Genau. Denk dran, was ist das Wichtigste bei einem Witz? Timing. Maske. Dann gehen wir hier runter. Ach nee, wir müssen ja erst da Ding groß hexen. Eieieiei. Ja, so langsam wird es ein bisschen komplex. Na, während er da läuft. So. Was haben wir hier denn noch? Der Zähler registriert die interaktiven Zonen. Mit der linken Maustaste anklicken. Die Kristallkugel mit dem aktiven Kobold. Der Schädel bei Spielaufgabe oder Neubeginn. Neutrale Zone, eine Energieleitung, der Name des Gegenstands im Besitz des Technikers. Vier im Spielverlauf zu findende magische Gegenstände. Sie werden unterstrichen, wenn sie in ihren Besitz eingehen. Aha. Na dann. So, erstmal zaubern. Na, was jetzt? Hm.
Sieht mir abgestürzt aus. Ja gut, dann würde ich sagen, dann laden wir noch mal rein. Vorher eine kurze Pause und dann geht's gleich an der Stelle weiter. Das ist ja, wir haben ja Passwörter, das ist ja alles kein Problem. So, wir sind wieder am Anfang des Levels. Ich musste auch den Rechner gar nicht neu starten. Ich konnte einfach ja, den Level aufgeben und nochmal mit dem Passwort neu reingehen. Ja. Sir Alex hat im Chat noch geschrieben, wenigstens waren das noch Spiele, wo nicht gleich bei kleinsten Problemen ein Hilfe-Button auftaucht. Da musste man bei dem Spiel noch seinen Gehirnschmalz anstrengen. Weil ich sagen muss, es ist ja jetzt nicht super logisch. Also es ist sehr, sehr abgefahren. Ich glaube, das ist mehr ein Spiel, was die Kreativität herausfordert. Ja, und ein bisschen Trial and Error ist natürlich dabei. So, also wir waren mit dem Magier losziehen, um erstmal hier das zu aktivieren, damit man hochklettern kann. So. Okay. Dann kann man den Magier schon mal hier positionieren. Die Goblins sehen nämlich so ein bisschen an Little Computer People. Er sah so ein bisschen ähnlich aus. Oder? Das ist jetzt nur in meinem Kopf gerade. So. Hallo Fantastic Shark, der schreibt, der ist denn schon wieder fast erster Advent. Guten Abend zusammen. Ja, hallo. So, wir spielen Goblins und müssen vier magische Gegenstände finden, damit der Zauberer den König heilt. Und hier werden wir gerade aufgehalten von einem Zeitgenossen, den wir liebenswürdig und den Glöckner genannt haben. Dun, dun, dun. So, einmal, ja, noch mal das Auge, noch mal ein Auge zudrücken. So, dann nehmen wir wieder die Maske. Ich habe immer noch keine Ahnung, was wir mit der tun dann müssen, tun müssen, aber wir nehmen sie mal mit. Dann in Sicherheit bringen auf die Zunge. Na, Gugi sagt, Maske könnte vor Anblick der Mumie schützen. Das habe ich ja vorhin schon probiert, aber da ging nicht. So, und ich kann, also der, wie heißt der Nummer? Asgard, glaube ich. Der Asgard ist der Einzige, der hier auf das Auge hauen kann. Also der muss hier stehen. Den Ignatius brauchen wir, um da zu zaubern. Und ist der Einzige, den ich da drauf stellen kann, der. Ups. Interessanter Name. So. Also, aufs Auge. Zunge geht hoch. Dann. So, und los. Rennen, rennen. Okay, ich hätte da drin warten müssen wahrscheinlich. Ah, genau, und jetzt kann ich. Dann holen wir. Nein, 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 nein. Schneller. Runter. Gehen.
So. Dann sind wir mal gespannt. Dün, 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 dün. Hahaha. Jetzt läuft er wieder zurück. Ein entschleunigendes Spiel. Genau, ja, Wurstwasser immer sagt Mumie versus Quasimodo. Ja. Für alle, die neu dazu gekommen sind, wir spielen Goblins hier, da, hier, da. Den ersten von vier Teilen. So, und wir müssen bestimmt den Pilz mitnehmen. Das ist zwar wie die dekale Pflanze, noch der Trunk von Arachnide, noch der Erzgeist, glaube ich, aber man weiß ja nie, wofür man so einen Pilz mal brauchen kann. Oder brauchen wir die Maske? Oder brauchen wir beides? Wer weiß das schon? So. Können wir jetzt erstmal da wieder runtergehen. Nee, wir müssen ja, man muss ja nicht zum Ausgang gehen, sondern man muss alles gemacht haben. Nehmen wir den Pilz. Ah, die Maske scheint ein roter Hering gewesen zu sein. Also ein roter Hering ist ja ein Gegenstand, den man gar nicht braucht. Oder müssen wir später nochmal kommen, um sie dann zu holen?